Das wissen die ja nicht. Doch, das wissen die. Weil die schon hochkamen und haben gesagt, oh nee, nicht schon wieder der Herr Eckmeier. Die haben gewusst, was da los ist. Ja, aber YOLO, das, die haben gewusst, dass das Fehlalarm war. Die haben mich gesehen und haben das schon gewusst. Ich meine, selbst wenn die pissig waren, dass sie schon wieder umsonst rausgerufen wurden, gibt denen trotzdem nicht meine Schuld. Nein, gibt dir nicht das Recht, so mit dir umzugehen. Simpel, ganz einfach. Vor allem, er labert auch noch rum. Er labert auch noch rum bei den ganzen Nachbarn. Ja, keine Ahnung. Der Herr Eckmeier, der hat schon wieder Falschalarm ausgelöst. Wir werden ihn jetzt anzeigen wegen Notrufmissbrauch. Das sagt er meiner Nachbarin, dass wegen mir die Polizei da war. Dass ich daran schuld wäre, dass die Polizei da war. Wer wird denn selber sowas machen? Niemand. Und außerdem, man hat ja gesehen, ich habe geschlafen. Ich habe geschlafen. Das Handy hat mich gefilmt, während ich geschlafen habe. Ist doch nicht mein Job oder meine Aufgabe, dass die Polizei das geregelt kriegt, das zu unterscheiden, ob das echt ist oder nicht. Das ist doch nicht meine Aufgabe. Ja, und dass ich den Einsatz bezahlen muss. Den bezahle ich nicht. Da hole ich meinen Anwalt. Das ist völliger Schwachsinn. Wo kommen wir denn da hin? Ich kann auch überall die Polizei hinschicken und dann sagen, ja, ich war's nicht. Weißt du, das ist halt, warum soll ich das bezahlen? Das mache ich nicht. Das werde ich definitiv nicht bezahlen. Mache ich nicht. Kann ich auch gar nicht, mache ich nicht. Also, wie der mich da angeschrien hat im Hausflur. Ich bereue, dass mein Mikrofon im Stream auf Mute war, das bereue ich wirklich. Er hätte das hören müssen, wie frech der war. Nein, du kannst das nicht, hey, nein, das ist nicht besser für mich. Der Stream war an, bevor die Cops hier waren. Und sobald die in meine Wohnung kommen, müssen die mit den Gegebenheiten klarkommen. Ich darf hier aufnehmen in meiner Wohnung, wie ich möchte. Ich darf jetzt nicht rausgehen, einfach die Leute aufnehmen. Aber in meiner Wohnung darf ich aufnehmen, was ich will. Ich habe auch schon ganz viele positive Sachen bei der Polizei erlebt. Aber die Polizei hier, vor allem, die waren vor einer Woche hier. Nein, Hero Angel, ich darf in meiner Wohnung aufnehmen. Der Stream ist doch schon gelaufen. Der war doch schon an. Ich habe den nicht angemacht, weil die Cops da waren. Der Stream war schon an. Das ist, ich habe hier das Hausrecht in meiner Wohnung. Wenn das an ist, dann ist das an. Die können sagen, wollen sie das da ausmachen? Ja, das können die bitten. Die können mich darum bitten. Ja. Ich brauche die darauf nicht hinweisen, weil die wissen, dass ich streame. Die wissen das, die kennen mich doch, die wissen das. Die wissen, dass dieser Alarm ausgelöst wurde von einem Zuschauer, das wissen die. Er hat schon recht, ich darf nicht einfach so hingehen und filmen. Da hat er schon recht. Gordi, dagegen sagt doch keiner, aber es geht darum, wie ich behandelt wurde. Ja, aber den Kopf werde ich safe anzeigen und Beschwerde einlegen. Das hat mir nämlich nicht gefallen.